Hallo und herzlich willkommen zurück zu den Hofgeschichten und herzlich willkommen zurück, Zwiebel und Brilli, moin. Mahlzeit. Moin. Ah, ist das und schön hier. Herrlich hier draußen. Neue Aufnahmesession, neues Glück. Ich habe keine Ahnung, was geht. Wo stehen wir? Okay, also, pass auf, wir haben ja gehört, dass die Hühner einen doch mögen, wohl, wenn man sie irgendwie anklickt. Aber, ja. Das habe ich gerade gemacht und dann haben die so Gewitterwolken über dem Schädel und sagen dann, alle sieht beleidigt aus und sie haben kein Herz. Ja, also gar kein Herz. Mich mögen die. Ja, du, Alter. Ja. Zuneigung. Du fasst sie nicht nur an, ne? Du hältst mal schön dein Loris da rein, ey, in die Hühner, ey. Mein lieber Mal Scholli. Den großen Wurm zeigen, ja, auf jeden Fall. Ich kann sie nicht mehr anklicken, weil du sie schon. Okay, weil ich sie schon hier beleidigt habe. Bei so einem Format darf man sowas sagen, oder? Weil das läuft um 22 Uhr und. Prinzipiell schon, ja. Stardew Valley ist ja auch ab 18, also von daher. Ja. YouTube ist ja kein Video on Demand oder sowas, wo man die ganze Zeit gucken kann. Das wäre doch mal so eine Erfindung, oder? Dass man sich Videos auf Bestellung quasi angucken kann. Bei mir gibt's das. Wir bestellen die Videos und dann mache ich die. Echt irre. Müsstest du nur noch Leute finden, die bestellen, oder? Ja. Die selbstgedrehten Schmuddeldinger da. Oh, ich habe einen Mais geerntet. Noch einen Mais. Also es war jetzt auf jeden Fall ein Ei mit goldenem Stern dabei. Echt? Hast du dieses abgeben? Ich hab das jetzt, ich gebe das jetzt ab. Ach so. Hast du die so penetriert, dass sie gleich ein Ei gelegt haben, ja? Nee, noch vom Vortag. Bei dem Hopfen sieht man jetzt wirklich, Eier liegen immer drin. Nass, ob der schon nass ist oder nicht. Nee, das ist blöd bei diesen Stangendingern da. Mene, jemand hat dich letzte Nacht in der Klinik vorbeigebracht. Du bist vor Erschöpfung ohnmächtig geworden. Du musst besser aufpassen und zu vernünftigen Zeiten schlafen gehen. Ich habe dir Gold für die ärztliche Untersuchung in Rechnung gestellt. Ja, und wie viel? 600 Parzer. Wir waren doch alle zu spät, außer Zwiebel, oder? Ja, ich hab schon im Bett gelegen, genau, wie so ein braver Christ. Irgendwie. Wir waren alle zu spät, außer Zwiebel. Schön, schon am Pullermann rumgespielt. Da. Nein, das machen wir nicht. Das macht der Priester. Ja, sowieso. Kennt jemand Brickleberry, die Serie? Nee. Nee, das ist so eine, quasi die, von den gleichen Machern wie Paradise PD. Hast du die hier gegossen, die Hopfen, wo ich jetzt hier... Ja, ich glaube, aber gieß mal ruhig nochmal, ich kann sein, dass ich da noch nicht dran war. Und da haben die letztens, das war eine Folge, da musste ich so feiern, das war echt böse. Da haben sie dem Papst gezeigt, wie er sich eine Sexpuppe bestellt hat und das war dann so ein Ministrant auf Knien. Das war so böse, ey. Glaube ich, ne? Ich glaube, wir sind durch mit Gießen. Ja. Nun tank doch mal auf, Junge. Danke. So. Was machen wir denn jetzt? Gehen wir nochmal in die Mine oder wie? Oder was machen wir? Ja, warum nicht? Nehmt euch was zu futtern mit. Moment, da muss ich dann erstmal hier Post meinen. Post an, mein 600 Gold. Wie viel hat das bei dir gekostet? 636. Vorne Geode. Warum sind hier eigentlich Schuhe drin? Und Schwerter? Na, weil wir neue gefunden haben und die alten da reingepackt haben. Ach, das ist natürlich eine Möglichkeit, ne? Ich habe hier noch gemischte Saat. Soll ich die mal aussehen einfach? Ja, ne? Ja, was steht denn da an? Für welchen Monat steht die? Nix. Da steht nix. Gemischte Saat. Achso, warte mal, wo waren das hier mit dem... Das war doch irgendwo im Inventar, oder? Dass man hier gucken kann. Brauchen wir Maiskolben? Zwiebel, du hast doch recherchiert wie so ein Online-Redakteur. Wie weit geht die Mine runter? Lass doch nicht sowas recherchieren, das sollen wir doch rausfinden. Alter! Weißt du, was noch passiert ist? Wir sind in der Mine gestorben, erinnerst du dich? Ja. Jetzt müssen wir nämlich bei Stufe 60 wieder anfangen und wir waren schon bei über 80. Das ist aber nicht so gut, ne? Nee. Oh Gott. Fuck! Zum Warum Glück ist das denn so voll? Warum kann man diese blöden Scheißschuhe nicht wegwerfen? Achso, ich wollte nochmal gucken, da bin ich jetzt von abgekommen. Hier. Mann! Hör auf zu schreien. Halt's Maul. Ich werde hier ärgerlich. Ach nee, hör auf. Ernsthaft? Nee. Ich will nur schon wieder vergiftet. Ey. So, weg damit, die ganze Scheiße da. Hier, die Radieschen kannst du auch alle haben. Da, weg damit. Wir brauchen eine neue Kiste noch. Ja, mach mal. Ja. Da machen wir alles rum. Kram rein, den man überhaupt nicht braucht. Du bist schon in der Mine unterwegs, oder was? Ja, klar. Ich gehe heute nicht mehr in die Mine, kannst du ja auch noch zu sehen. Du bist ja so eine faule Sau, echt. Dann geh ich auch raus. Ich habe hier genug zu tun. Alleine habe ich keine Lust. Oh, weil du eine Kiste baust, oder was?
eine Kiste baust. Das ist einfach mega krass. Ja, das ist richtig krass, da hier ein paar Nägel gerade zu hauen. Wo sehe ich nochmal, was ich anhabe? Ich bin mir jetzt eigentlich gar nicht sicher. Sag mal, seit wann bin ich jetzt hier? Seit wann läuft denn hier die ganze Zeit Musik im Hintergrund? War schon immer. Schon leise. Immer? What? Leise? Was? Oh, ich habe gerade was verkauft. Ich finde die ganz schön laut, aber was mache ich nachher in der Nachbearbeitung? So, was hast du verkauft? Was ist das denn? Grünschnabel. Hier gibt es noch übelste krasse Dinger. Ach, look at this. Habt ihr auch noch die Quest von wegen, bringt Pam ein helles Bier? Da müssen wir irgendwann Bier brauen, wa? Hier, ja, muss ich erstmal. Ach, hier. Habt ihr auch die Feuerwandlerstiefel an, ne? Ja. Also ich meine, die Box, die an meinem Haus steht, die ist jetzt für so Sachen, die man nicht mehr braucht. Alte Schuhe, den Mähne, alte Schwerter. Was man halt nicht mehr braucht, genau. Eben. Müll. Achso, den Hund vielleicht nochmal gießen da oben, wa? Den Johnny hier. Komm, Junge, hast Durst, wa? Hat der Johnny Durst? Hat da durch, der Burschi. Oh, da kauft Johnny. Jemand. Da kauft wir jemand. Haben bessere, ihr habt auch bessere Schleudern schon gekriegt, ne? Bessere Schleudern? Nö. Nee, ich hab gar keine Schleuder. Also ich hab ich vielleicht in irgendeine Kiste gepackt. Eine Meisterschleuder, du bist halt einfach der Meisterschleuderer. Wo hab ich denn dann die Meisterschleuder her? Die war doch bestimmt. Ich weiß es nicht, die hast du dir ermeisterschleudert. Vielleicht habe ich meine auch einfach weggepackt. Leute, weil ich so, nicht damit klarkam. Mene, was hast du jetzt gerade gekauft? Das verrate ich nicht. Naja, doch, weil dann. Eine neue Waffe. Dann kann ich hier doch schon mal vorbereiten. Achso, okay, vielleicht dachte du, hast ein bisschen Saat. Moin, Krebs. Ich habe die ganze Zeit Krebs. Leider nicht. Aber wir sollten vielleicht überlegen, wie viel der Tag ist es denn eigentlich? Der 19. So wie oben rechts abzulesen ist. Achso. Okay, dann lohnt es sich nicht nochmal Saat zu kaufen, glaube ich, oder? Ich weiß ja nicht, wie lange. Für den Sommer. Die Frage jetzt. Wieder, wo lange. Wo steht denn, wie lange der. 28. Woher weißt du denn das? Das steht im Kalender. Im Kalender? Und wo hast du den Kalender? In der Stadt oder was? In deinem iPhone in oder was? Ja, klar. Stardew Valley. iPhone. App. Die App. Mann, ich habe kein iPhone. Ich würde niemals ein Apple-Produkt kaufen. Ja. Ich auch nicht. Also, ich habe keins. Gibt's hier irgendwas? So, da. Hallo. 28. Tanz der Mondlichtquallen. Mensch, das klingt ja richtig geil, du. Ja, aber ich würde gerne. Wie? Du bist doch im Laden! Ey! Hallo? Was ist das für ein Arsch? Mhm, du kannst einen Zapfhahn benutzen. Hallo, Lea. Komm zurück, wenn Pierre im Laden ist. Geht einfach raus. Ist der Laden schon zu, oder was? Ich wollte jetzt noch Saat kaufen. Es ist 5:30. Ja, ich geb dir mal. Hier im Sternentautal sind wir ziemlich vom Rest der Welt isoliert. Ja, es ist 17:40 sogar schon. Aber ich brauche nur noch eine Etage, dann habe ich wieder 5. Ah, geschafft. So, mal gucken. Da ist ein Herz auf der Pinnwand. Das ist doch bestimmt von Jody. Für mich. Oh, bei Pam ist hier, sagt er, auf einer Tür, beziehungsweise sie ist gar nicht da. So. Kann man die irgendwie hier... Wieder 5 Etagen gefunden. Jody, bist du das? Nee, das ist Happy, nicht Pam. Jody. Das Essen vom Joja-Markt ist vielleicht nicht das gesündeste, achso, nicht für meine Familie. Aber bei solch niedrigen Preisen wäre es verrückt, woanders einzukommen. Boah, du Bitch! Echt mal. Du kaufst bitte bei Pierre! Total nur konsumgetrieben hier, die ganze Bevölkerung. Mann, ey. Echt mal. Geh mal in den Saloon, mal gucken, was da abgeht. Zu viel Red Dead Redemption, Junge. Howdy, Partner. Marnie scheint nicht zu bemerken, dass du hier bist. Wie Marnie? Was soll ich denn mit Marnie? Wer wohnt hier? So. Hausdurchsuchung. Der Opa. Du kannst einen Zapfhahn benutzen, um Sirup und andere nützliche Flüssigkeiten von Bäumen zu gewinnen. Ja, die erzählt auch eben das gleiche irgendwie. Lea war das, ne? Mhm. Gebt mal unserem Hund was zu George trinken. George verbringt den ganzen Tag von diesem verdammten Fernseher. Pam schon wieder. Jungs, gib mir noch eine halbe von deinem Stärksten. Pam, ey. Was ist los mit dir? Ja. Ja, Arschloch. Wer gut schmiert, der gut fährt, ne? Oder wie war das? Ganz hart mit salzigen. Ja, beim Rohstoffe rein. Guck mal, hier tanzen! Robin ist beschäftigt. What is this? Hast du keinen Job oder sowas? Shane, passe auf, du. Oh, ich hab auch gemischte Saat. Ordentlich, ich hab Power hinter den Fäusten. So, also, habt ihr keinen Samen geholt sozusagen? Nein! Nope. Hör dazu. Okay. Der Baum stört mich, der kommt. Naja, ich gehe hier wieder raus. Oh, schon, ist ja schon gleich ist es mehr. 9 hier. Hallo. Ja, schon voll spät irgendwie. Hey, Rod. Na? Hey, Rod. Super schnell. Ich bin der Sensenmann. Klopf, 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 klopf.
Klopp, klopp, klopp. Dann hau ich auch nochmal gemischte Saat in den Boden, würde ich mal sagen hier. Gehen wir dann morgen in die Mine, oder was? Machen wir morgen Mine jo. Hier. Aber so, jetzt hoffen wir mal, dass es morgen regnet. Hat ne? einer hat schon mal, ja genau, guck mal, Wetterbericht. Ja. Hat irgendjemand die ja. Hühner alle gestreichelt? Na, Mähne war auch nochmal drin. Nee, nee. Wo du schon drin warst, will ich nicht mehr rein. Yeah, heute sind wir aber ganz schön unterwegs. Hier. So, ich mach mal einen Fernseher an bei mir in der Butze und guck mal hier nach dem Wetterbericht. So. Okay, ich schmeiß mal noch ein paar Sachen ins Willkommen bei Kozo 5, deiner Lieblingsquelle für Wetter, Neuigkeiten und Unterhaltung. Und jetzt die Wettervorhersage für morgen. Morgen wird ein wunderschöner sonniger Tag. Alles klar, scheiße, müssen wir wieder ran. Jetzt nur die Frage... Ach komm, lass ins Bett gehen. Machen wir da uns Lever zu essen oder wie? Okay. So. Lass erstmal ins Bett gehen. Ja. Oh, wir sind mal richtig, richtig pünktlich in der Falle hier um 10. Schliebi, schliebi. Ja, muss auch mal sein. Schliebi, letzte schliebi. Nacht war ja ein bisschen ausufernd. Ah, Minenarbeit Stufe 4. Neues Herstellungsrezept. Eisen. Hallo. Kampfstufe Level 3. Neues Kochrezept. Wurzelplatte. Hm. Das können wir jetzt auch mal machen, oh, wenn guck mal, da oben, Hofarbeit, was ist denn da passiert? Ja, ich habe da ein bisschen Dings reingeschmissen. Alter Mais und so. Schwede, Mais, Mais. Alter, wieso Hopfen? Wieso hast du Hopfen verkauft? Ja, war doch nur einer. Naja. Hopfen und Malz, Gott erhalt's. Amen, Bruder. In diesem Sinne, Prost. Macht mal hier weiter. Prost. Ja, ja, ich hab doch nur mal gerade jetzt, lass mal gerade vergleichen, ja? Was denn? Unsere Level überall. Im Inventar. Ja. Das zweite. Also bei Hofarbeit habe ich, 4. Wenn die Mitte 5 ist, bin ich bei 6. Da stehen daneben Zahlen. Da steht rechts daneben. Ah, da stehen Zahlen. Also 6, 3, 3, 4, 2 habe ich. Was, du hast schon 6? Ja. Ja, ich habe 4, 4, 4, 1, 3. Ich habe 4, okay. 3, 3, 1, 2. Du bist der Letzte. Ich bin hier einfach nur für das Landschaftsmalen zuständig. Ach, mach so die Hühner. Alles klar. Really, mal hier. Ich sammle da Herzen. Noch ein Herzchen. Herzchen. Alle hey, drei Herzen. Halt mal das Maul, ich muss dir was vorlesen. Brillibi, ich sammle Daten zu der Korrelation zwischen Erdboden, Alkani. Alkalinität. So. Alkaida. Und Nutzpflanzen. Fructosewerten. Kurz gesagt, ich brauche eine frische Melone von deinem Hof. Wenn du mir eine vorbeibringst, wäre ich sehr dankbar. Demetrius. Machen wir mal. Na ja. Hast du den Auftrag auch? Du kostest richtig Asche, was war hier? Hier war gerade irgendwas. Komisches. Wie ja, Inventar voll. Ich muss auch die Melone. Da unten sind ja Melonen im Wachstum. Also Leute, ich habe hier jetzt so einen Haufen Blumen aufgesammelt. Ja? Sommerschmuck heißt das Zeug. Ja, dann schmück dich ja. mal. Ja, ich guck jetzt mal, ob wir die nicht noch irgendwo brauchen, vielleicht. Gieß mal lieber die Blumen hier. Ja, ja, ich bin schon dabei. Grad gesagt. Wollen ja eine Mine. Sommer. Nö, braucht man nicht. Dann verkauf ich die Scheiße, wa? Mach das. Denk ich mal, wa? Ach so, ah, nee, geht ja gar nicht. Na, was der? Na, wir haben doch mehrere von man diesen. Weiß nicht. Wir haben doch mehrere von diesen, Kammern da, die wir quasi machen müssen. Ja. Und lernen, vielleicht gibt es da ja irgendwas, obwohl hier das Aquarium... Ja, du kannst hier doch alles sehen im Aquarium ist nur Fisch. Ja, ja, ich weiß. Kannst du alle im Inventar angucken? Ja, da bin ich ja gerade dabei. Hi. Kannst du im Inventar angucken? Ja. Guck dir doch mal im Inventar an. Ich guck dir jetzt mal im Inventar an, stör mich mal nicht. Ah, das ist eine gute Idee. Ne? Feldforschung, Verzauberer, Futter, ist das Futter? Nein. Alle gießen sie so keine schön. Dann verkaufe ich die Scheiße. Außer Zwiebel, der steht dünn. Ich kümmere mich hier um die wirtschaftlichen Vorankommnisse unseres Hofes. Also quatsch mich nie von der Seite an. Hey, du standst direkt vor mir. Nix so, Seite. Also ich muss jetzt hier auch eine Melone. Boah, die scheiß Wolken, ich sehe nicht, ob hier gegossen wurde. Ja, da habe ich schon gegossen. Wir sind durch. So, das gibt bestimmt ordentlich Kohle, du. Ja, hab ich. Komm, dann lass Mine. Da muss mir erstmal noch was zu essen holen. So, was zu essen ist eine gute Idee. Brauche ich doch hier
Oh, ich gebe. Was? Also wir könnten theoretisch die Melone gleich bei Demetrius abgeben. Da waren nämlich noch zwei drinne. Ah ja, dann gib mal eine rüber. Na, eine ist nur drin jetzt in der Kiste. Habe ich jetzt wohl. Welcher? Ach so, dann kann ich als Einziger nicht. Na gut. Ja, toll. Bringe Demetrius eine Melone. So, liegt der auf dem Weg oder wo ist der? Marnie's Ranch. Ja, der muss irgendwo im Labor. Also. War das der Typ im Dings? Im Turm? Nee. Doch, ich glaube. War das Demetrius? Dann müssen ich wir glaube, in... dieser Magieturm-Typ. Ja, dann müssen wir in den Magieturm. Ach ja, ich gehe schon mal die nächsten 5 Etagen in der Mine alleine. Ja, nur wir sind allein da. Gucken, was er wieder für einen faulen Zauber mit uns veranstaltet. Wichser ist das. Weil er uns auf so einen schönen Trip geschickt hat, ja? Ja. Immer wieder Schlupfine bei diesem mag ich jedenfalls nicht. Entschuldigung, ich bin ja nicht Schlupfine. Was bist du? Nicht Schlupfine. Achso, nein, nein, natürlich nicht. Hier, du Affenkopf. Willst du nicht deine Melone? Pass auf, du stehst auf einem sehr mächtigen magischen Feld, Junge. Siebelpeter kann sich gerade nicht... Hä? Was denn? Was hast denn du jetzt gemacht? Warte ich mal. Ich hab nichts gemacht, du hast mich einfach angeklickt. Das könnte nützlich sein. Das ist der überhaupt nicht, oder? Ich weiß nicht. Sprecht den doch erstmal an, bevor ihr dem was Demetrius gebt. Der heißt nur Zauberer. Verdammt, der hat meine Melone gekriegt. Wer ist denn jetzt Demetrius? Warte, ich guck mal in Personen. Ist das dieses androgyne Wesen da, oder was? Ich weiß es doch nicht. Da, nee, das ist doch der, der... Der Schwarze ist das. Der Hoshi, der rennt ja nicht da oben immer beim Joja-Markt rum, oder was? Nee, bei der Tante, die Gebäude baut, rennt der immer rum. Weiß nicht, wo der ist. Die ist ja dann unter unserem Hof direkt, ne? Nee, auf dem Weg zur Mine. Die Gebäude baut. Ach so, alles klar. Na dann, gucken wir doch mal nach, ne? Da musst du jetzt, ich hab jetzt keine mehr. Alles klar. Ja, ich finde die blöden Treppenstufen nicht. Immer dieser Scheißhausfliegen-Sound, den wir hier haben. Gehen wir oben lang zur Mine? Ach so, weil... Da ist ja noch ein Monster. Das muss noch sterben. Oh, wieder eingeschleimt hat's mich, ey. Nicht zu essen, ey. Ich muss mir noch was zu essen mitnehmen. Ich nehme jetzt das mit, was hier in der Kiste ist. Wo sind die Treppenstufen? Oh, ein Eichhörnchen. Es war verschwunden. So. Das ist doch hier die Sternwarte. Boah, meine Energie ist gleich leer, weil ich hier so viele... Ah, der Schreinerladen ist. Siehst du doch was hier. Was so viele? Nichts tust? Nee, ja, ich habe hier so viele so oft gehackt. Demetrius ist nicht hier. Sehr gut. Doch, Bullkacke. Grummel. Ochsenkacke. Wer bist denn du? Bist du der Demetrius oder was? Nein. Weiß er ja. Ja, Schlumpfine, hilf mir. Ich finde die Leiter nicht. Pass auf, du machst einen Stein weg und hast die. Ich lass mich kaputt. Ja klar, die ist hier drin. Welches Level seid ihr? Ah! 65. Hier. Da. Oh, das gibt's nicht, ey. Dritte Stein. Das ist so ein, der Typ ist einfach mal so ein richtiger Lacker, auf jeden Fall. So eine Leiterplatte. Ach, lass mich doch, Geist. Huch, der Geist hat sich teleportiert. Aua, 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 aua. Alter, mal Kickback welcher, hier, ne? Welcher Ebene waren wir schon? 83 oder 84. Nee, ich hab wieder so ein Stoßschwert. Wir haben Stoßschwert. Hier ist es, hier unten, nach unten. Ja. Kriegen wir denn nochmal neue Schätze? Nee, ich weiß nicht. Glaube ich nicht. Für Dummheit wird man nicht belohnt normalerweise. Smash it, ich steche euch alle ab. Und gleich die nächste. Junge, was ist los? Das sind Diamanten hier, wa? Hier ist doch direkt noch eine. Ja, aber ja, hat dir das genommen. Oh, oh. Ein Geist. Irgendwie ist wieder eingeschleimt. Ich hasse euch Schleimviecher. So. Wer hat da gerade eine Erfolgerung mit 100.000 Schritte? Hab ich gesehen. Hab ich gar nicht aufgepasst. Hier unten, ganz unten rechts.
Aua, aua. Oh, komm schon. Oh, geht mir doch nicht auf den Piss, ey. Ja, ich geh schon mal weiter. 70, Stufe 70. Keine Piste da. Was ruckelt denn denn? Wie lange leben die denn, ey? Jetzt habe ich wieder diese komische Keule gekriegt, weil die Bleirute hier. Gucken wir mal hier. Komm her, Geist. Kriegst du mal raus, hängst du fest, Fresse. Ey. So. Wieder so ein Geist. Komm her, stirb du. Oh, sagt er. Huch, jetzt kommt wieder die Gerippe, okay. Gerippe, Gerippe, komm her. Kriegst du Keule. Die schmeißen doch mit. Ja, die schmeißen mit Knochen. Aua. Oh, ganz schön aua da. Da hinten ist die Leiter übrigens, ne? Ne, die Leiter ist hier. Hier ist wirklich eine Leiter. Ja, wir haben schon eine. Ach so, okay, alles klar. Bei mir war nämlich auch eine. Ja, ja, manchmal sind mehrere. Irre. Echt da geht's nicht weiter. Ah, nice try, aber. Komm her, du. Machst aber auch einen Schaden mit deiner Keule, mein. Ja, die ist zwar ganz schön langsam, aber die macht Aua, ja. Die macht Bums. So, wo ist das Ding? Ja, ich kann nicht mehr hacken. Junge, das ist die... Das ist was. Da ist sie doch. Hier ist halt die nächste. Ja, gut. Mensch, ist ja wie ein Brezelbacken hier, du. Eine noch, dann haben wir wieder... Meilenstein. Oh. Hack dann mit der Spitze. Ah, zack, guck da mal. Ist sie. So, wo sind wir jetzt? 75 wieder. 75. Gehen wir noch weiter oder reicht schon wieder? Ja, komm, weiter. Ja, das komm, geht lass noch, uns oder? Zu 80 gehen. Wir haben aber jetzt schon 20 nach 8, ne? 20 nach was? 8. Ach, so, 20 8. nach 8. Ja, das ist schon. Ja. Jetzt kacken wir hier gerade richtig ab, dass wir keine Leiter finden, pass auf. Wahrscheinlich. Da. Oh, immer erstmal alle Viecher töten. Findet man sie dann meistens. Ich muss was essen. Hopfen gibt voll krass Zeug, ey. Hopfen? 63 Energie. Wie viel? 63? Ja. Boah, das ist echt viel. Geil. Ah, ja. Schön den Hopfen da weg. Nochmal Hopfen. Gegen die Unterhopfung, Leute. Ich esse jetzt ein Radieschen. Oh, das gibt Maul, aber auch nicht schlecht, du. 35. Wer bist denn du? Also ist jetzt gleich 10, Leute. Wollen wir mal wieder zurück, ja, oder? Ja, ich glaube, ist sicher, ne? Jetzt, nachdem wir die Leiter nicht ganz so schnell gefunden haben. Hier? Langsam erschöpft, aber ich will das noch. Ein Diamant! Ja. Komm schon, Leiter! Ich bin jetzt auf dem Weg nach Hause. Ja, bringt uns nichts. Verplempert nicht wieder unser ganzes Geld. Wir müssen eh bis zu 80 kommen. Ja. Für den nächsten Fahrstuhl. Eben. Ja, nicht Beweg deinen Arsch ins Bett. Eingehen. Nee, nicht Risiko. Hör auf mit Risiko. Der Scheiße. Risiko. Irgendwann müssen wir wieder bei Stufe 5 anfangen, weil wir jedes Mal so dämlich sind und die ganzen... Risiko. Ja, und wir dann kein Geld vergessen. Haben für irgendwas. Ah. So, ich liege jetzt gleich in meinem gemütlichen Bett. Ja, das mit dem Geld sehe ich gar nicht mehr so eng. Geld macht nicht, ist nicht alles in der Welt. Nein, eine schöne vorher, Farm mit viel Hopfen, das ist alles. Vorher massiere ich euch so ein richtig dicke Ding ins Kopfkissen. Ich habe mich innerlich schon gefreut, dass du jetzt sagst, vorher massiere ich dir einen Damm. Wieso platzt das Ding hier? Was platzt? Komm, leg dich mal ins Bett, ich will Tschüss sagen hier. Ja. Ich liege. So, ich liege auch. Ins Bett gehen, jo. Dann euch beiden vielen Dank fürs Mitmachen und euch da draußen vielen Dank fürs Zuschauen. Bis vielen lieben Dank, so, liebe Leute. Ich kann euch ja sogar sagen, wie viel ihr seid. Euch vieren, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. Tschüss.